Jo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Kas Gaming und ich bin wieder nach etwas längerer Zeit am Start mit einem neuen Borderlands 2 Video für euch. Und zwar werde ich zeigen, wie ihr in Anführungsstrichen unendlich Munition für euren Raketenwerfer bekommt. Legal, ohne irgendwelche Hacks, Mods oder Cheats. So braucht ihr dafür drei Sachen: einen Raketenwerfer eurer Auswahl, ich nenne den Offert hierfür. Dann das Schild The Sham. Ihr seht, Absorptionschance 94%, also so gut wie jeder Schuss, der auf euch abgefeuert wird, wird von diesem Schild absorbiert und für euch als Munition gut geschrieben. Und als weiteres benötigt ihr diese Waffe, Logan's Gun. Zwar werde ich euch zeigen, wieso. Erstmal schießen wir ein bisschen Munition hier durch die Gegend. Und zwar, ihr seht, wenn ich schieße, die Patronen explodieren wieder, beziehungsweise erneut. Und zwar, wenn ich jetzt mich direkt auf den Boden ausrichte und dann auf den Boden schieße, ihr seht unten links, ich bekomme Munition wieder. Und wenn man das mal was miteinander macht, bekommt man sehr schnell Raketenwerfer-Munition wieder. Und ihr seht, es ist wie neu aufgefüllt. Als weiteren Tipp habe ich extra noch einen. Und zwar müsst ihr dafür das Inventar, was ihr habt, leeren. Also würde ich dies nur machen, wenn ihr alleine oder mit Freunden spielt, damit keiner von diesen Randoms euch die Waffen weggeiert. Und zwar, ich bin der Meinung, dass es nur auf Konsole geht, weil nur auf der Konsole gibt es, wie ihr sehen könnt, einen Knopf für eine Tastatur, einen Buchstaben auf der Tastatur, den ihr auswählen könnt, auf der ihr die Waffe einfach durch die Gegend werfen könnt. Und zwar schießt euer Magazin leer. Und jetzt beim Nachladen. Seht ihr, wenn ihr in dem Moment, in dem ihr nachladet, müsst ihr die Waffe wegwerfen und direkt wieder aufsammeln. Und die Waffe, ihr könnt sehen, ist direkt wieder vollgeladen. Und das Ganze könnt ihr ein paar Mal hintereinander machen. Wie gesagt, bis eure Munition wieder leer ist. Meines Wissens geht das, wie gesagt, nur auf dem PC und nicht auf einer anderen Konsole, weil ich meines Wissens da keinen Knopf für kenne, der da jetzt irgendwas zum Werfen helfen könnte. Auf jeden Fall, das war es erstmal von meinerseits. Tut mir leid, wenn das Video ein bisschen leise ist oder ich etwas genervt klinge. Es ist 5 Uhr morgens und ich will niemanden in meinem Haus wecken. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, es hat euch einen hilfreichen Tipp gegeben oder ähnliches. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet demnächst wieder ein. Bis dann.